Ende Juni 2023 gab es wieder gewalttätige Ausschreitungen in ganz Frankreich, vor allem in den Banlieues, den armen Problemvierteln an den Rändern großer französischer Städte wie hier in Paris. Der Auslöser in diesem Fall, der unbewaffnete Teenager Niall, war bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. Ein Video davon landete in den sozialen Medien. Ich habe das Video von Niles Erschießung gesehen. Ich war geschockt. Ich verstehe nicht, warum die Polizei ihn erschossen hat. Niemand hat es verstanden. Deshalb war die Reaktion der Leute auch so heftig. Kamerateams sind eigentlich unbeliebt in den Banlieues. Die Menschen misstrauen ihnen, genau wie der Polizei. Wir haben uns trotzdem hineingewagt in diese abgeschlossene Welt. Und bei unserem Dreh eine andere Seite der Problemviertel kennengelernt. Schmeckt wie Karamell, Madame! Eine gastfreundliche, eine friedliche und sehr fröhliche Welt.